So, hier ist Christoph Knopp. Hallo, grüß dich Christoph. Hallo Sven, guten Morgen. Ja, du hast gerade was umgeschaltet. Das ist was ganz Besonderes, was du in der Hand hältst. Das ist kein handelsübliches Saxophon. Trotzdem klingt es auf Wunsch wie ein Saxophon. Ja, handelsüblich ist es jetzt mittlerweile, aber es ist tatsächlich kein echtes Saxophon. Yamaha nennt es Yamaha Digital Saxophon, YDS oder auf Neudeutsch YDS 150. Das ist geil. Vielleicht als Hinweis, du bist Meister für Holzblasinstrumente und noch andere. Genau. Und du hast gesagt, man denkt vielleicht, dass der Fachhandel dieses Gerät nicht anbietet, weil es ist verpönt, es ist ja kein akustisches Gerät. Genau, also das ist so ein bisschen mein Gefühl, was ich gerade habe. Wie du sagst, ich bin Holzblasinstrumentenmachermeister. Wer mich kennt, weiß, dass ich technikaffin nicht wirklich bin. Aber dieses Teil ist einfach absolut genial. Ich habe am Anfang so ein bisschen gedacht, naja gut, das ist schon cool. Das ist was für Saxophonisten, die viel machen, Saxophon und DJ. Da hat man viele Möglichkeiten damit. Aber mittlerweile bin ich überzeugt davon, dass es unglaublich viele Möglichkeiten hat. Zum einen für bereits spielende Saxophonisten, um zu Hause am Abend zu üben oder wenn sie auf Reisen sind, es mitzunehmen. Es wiegt halt nicht viel, im Hotel zu spielen. Also es gibt unglaublich viele Möglichkeiten. Am Anfang wurde schon thematisiert, dass man es auch zum Beginnen, zum Lernen vom Saxophonspiel benutzen könnte. Da war ich sehr skeptisch. Auch da glaube ich mittlerweile, dass es da wirklich gute Möglichkeiten gibt. Es ist natürlich kein akustisches Saxophon. Es hat natürlich nicht die hundertprozentigen Features von einem akustischen Saxophon. Aber im Wandel der Zeit, in dem wir ja schon sehr stark stecken, ist es schon eine Möglichkeit, um mit dem Saxophon zu beginnen. Es gibt ja wahnsinnig viele Menschen, die das zu Hause machen, die einfach nicht zu einem Lehrer gehen wollen oder das vielleicht online auch mit Videos machen oder halt auch über Zoom mittlerweile. Und da glaube ich tatsächlich, das ist eine extrem gute Alternative. Und ich hatte gerade gestern wieder einen Kunde, der kam und hat gesagt, du, hast du das? So ein bisschen fast ängstlich. Und ich so, klar, natürlich. Boah, online ist es schon ausverkauft, ja. Es ist tatsächlich vermutlich ein gutes Online-Produkt. Aber wir im Fachhandel, also ich habe viele Kollegen, die das direkt bestellt haben. Wir haben auch sogar eine relativ große Menge bestellt, sodass wir davon echt überzeugt sind. Ja, vielleicht nochmal, wenn du mal so nett bist, es mir mal zeigst. Es hat einen 3,5 mm Ausgang, genau, und einen Eingang. So, ich nehme mal an, nee, es hat zwei Ausgänge, oder? Nein, es hat einen 3,5 mm Ausgang für Kopfhörer, beziehungsweise halt für die Verbindung zu irgendeiner Box. Also wir haben jetzt hier einfach für den heutigen Test meine Aktivbox hingestellt. Wenn ich so ein bisschen teste, mache ich das mit meiner kleinen Lautsprecherbox hier, die einfach sehr handlich ist. Es ist so, es hat keinen Bluetooth-Ausgang, weil es ja eigentlich auch Blödsinn ist, weil Bluetooth einfach immer eine Latenz hat, immer eine Verzögerung hat vom Ausgeben der Daten der Musik. Insofern wäre das nicht sinnvoll. Es hat einen Eingang für Aux-In, das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel auch Playbacks, Playalongs in cool. das Instrument einspielen. Das heißt, ich kann die mischen. Und mit Kopfhörern genau zu meinen Playalongs spielen und halt wirklich damit üben. Ansonsten hat es einen USB-Anschluss, diesen kleinen hier. Den kann ich zum einen nutzen, dass ich es nicht mit Batterien spielen muss. Zum anderen kann ich es aber auch nutzen, um das Instrument mit dem Rechner zu verbinden, um dann halt am Rechner zum Beispiel das Teil als MIDI-Controller zu verwenden. Das heißt, ich kann MIDI-Daten aufzeichnen und habe dann die reinen Griffe mit der Dynamik, wie ich es gespielt habe, abgespeichert und kann das dann drüberlegen. Also nicht der Sound wird aufgezeichnet, sondern die Art, wie ich es gespielt habe. Genau, also ich suche mir dann halt in meinem Programm im Rechner aus, was für ein Sound da jetzt kommt. Ist natürlich fantastisch für Saxophonisten, die irgendwas einspielen müssen, die früher das halt immer über eine MIDI-Tastatur gemacht haben und dann teilweise je nach Qualität dann von Hand zu Fuß halt sich. Du kannst es benutzen, um digital zum Beispiel für DJs praktisch solche Spuren einzuspielen. Genau.
Das ist ja genial. Gar kein Problem. Du kannst es auch zum Beispiel benutzen. Ich meine, es gibt ja einen Freund von mir zum Beispiel, der arrangiert wahnsinnig viel für ein Orchester. Er ist Saxophonist. Das heißt, bisher musste er es halt dann auch einspielen. Der könnte es jetzt halt, weil er als Saxophonist natürlich wesentlich fitter auf dem Saxophon ist, alle Linien einfach über das Teil hier einspielen. Also das ist schon... Ja, es gibt diese Art von Geräten schon länger, hast du mir erzählt, aber das, was jetzt auf den Markt gekommen ist, hat eine Logik mit drin, sodass es sogar, was hast du eben gesagt, FIS irgendwas mit? Genau, also sind alle Klappen, alle Griffmöglichkeiten so wie bei einem echten Saxophon. Alle? Alle. Okay. Und ich kann zusätzliche Dinge noch einstellen. Also es gibt so für die Spezialisten am Saxophon, es ist zum Beispiel ja so, wenn ich Saxophon spiele und ein Tief C greife beim Bariton-Saxophon und dann die Tief-A-Klappe dazu nehme. Nochmal zeigen, wo also ist dann hier diese unten, da. Das ist der einzige Taster jetzt auch am Instrument. Ja. Dann funktioniert das sogar. Und das fühlt sich auch so an? Der Taster fühlt sich jetzt nicht genauso an, aber ich glaube, man kann damit leben. Also wenn du mir mal gerade am normalen Saxophon mal zeigst, wie es da aussieht, also dass das man einfach Klappe, mal sieht. Die ich dir jetzt gezeigt habe, ja. Gibt es am Altsaxophon nicht, das ist nur was fürs Bariton-Saxophon. Da wäre es so, dass ich jetzt hier unten nochmal eine Klappe hätte, für ganz in die Tiefe zu gehen. Das ist natürlich vom Griffgefühl her alles authentischer, das ist ganz klar. Man muss hier Abstriche machen. Aber das ist wahrscheinlich wie Autofahren, wenn ich ein neues Auto kriege, dann dauert es einen Moment und dann nach ein, zwei Tagen, ich sag mal, da habe ich mich dran gewöhnt. Ich glaube, es ist so ein bisschen noch ein bisschen anders. Das ist, glaube ich, so ein bisschen so, wie wenn du einen Verbrenner gefahren bist und dann auf ein Elektroauto umsteigst. Jetzt vielleicht nochmal ein Riesenvorteil, was du mir erzählt hast, ist dieses Mundstück. Das heißt, man muss also nicht mit dem Mundstück einen Ton erzeugen. Das ist überhaupt nicht mehr notwendig und dadurch kann man viel, viel besser lernen. Genau, also man hat natürlich ein echtes Mundstück. Das ist auch dem normalen Saxophon, Altsaxophon-Mundstück total ich würde sagen, zu 99% ähnlich. Es hat ein Kunststoffplättchen hier drauf, das aber extrem stark ist. Das heißt, ich muss dieses Plättchen und ich darf dieses Plättchen eigentlich gar nicht zum Schwingen bringen, weil damit kann ich Nebentöne verursachen, die nicht gewollt sind. Ich kann also theoretisch hier einfach nur rein blasen, Luft reingeben. Genau, wenn du das mal gerade abnimmst, so, genau, sag mal so lieb, dann funktioniert es immer noch. Dann funktioniert es immer noch. Also ich könnte jetzt tatsächlich... Aber damit es authentischer wird, hast du das Mundstück, ist ja auch hygienischer. Und es darf natürlich auch keine Feuchtigkeit in das Instrument kommen. Deswegen soll man auch kein eigenes Mundstück verwenden, weil das von der Passung her unter Umständen nicht 100% identisch ist. Und dadurch könnte halt Feuchtigkeit ins Instrument kommen, was natürlich technisch von der Technik her nicht sein. Das ist dabei, das Mundstück? Das ist dabei, genau. Mundstück ist dabei. Es ist hier eine Tasche dabei zum Transport. Warte mal, ich zeig dir mal gerade. Die kommt mit der Tasche mit dabei. Die Verpackung hast du auch noch? Die Verpackung habe ich auch noch. Zeig mal. Versteckt im Lager. Ist sie versteckt im Lager? Ja, natürlich. Genau, super. Also der, nur dass man es mal sieht, das Ganze wiegt ungefähr wie viel? Oh, das weiß ich nicht. Ungefähr, was denkst du? 2 Kilo? Ja, 2 Kilo maximal wahrscheinlich. Ja. So, was ganz Tolles ist, da ist ein kleiner Lautsprecher eingebaut. Genau. So, und wenn du mal gerade rausziehst, genau, damit es nicht so poppt. Also der Lautsprecher ist jetzt absolut kein Highlight, aber es ist auch okay. Krass. Also das finde ich jetzt schon etwas quäkig. Ja, mag ja sein, aber es geht ja darum, wenn du jetzt zum Beispiel in der Stadt spielst, könntest du machen. Du könntest tatsächlich dich jetzt bei uns hier in die Bahnhofstraße stellen und könntest halt tatsächlich da mit dem Instrument spielen. Könntest dir gleichzeitig übers Handy noch Musik dazu einspielen und könntest dann darüber spielen. Also das ist nur Spaß, aber es ist eingebaut. Ja. Was toll ist, du kannst den Kopfhörer anschließen und das ist ja eine der ganz wesentlichen Funktionen. Ich weiß noch früher, wir hatten Nachbarn, da hat der Sohn auch Saxophon geübt und das hat er auch immer gerne am offenen Fenster gemacht, ja, weil das irgendwie wahrscheinlich besser klang und man hört ein Saxophon sehr weit. Man hört ein Saxophon sehr weit, das ist tatsächlich... Sägezahn? Nein, sehr schöner Klang. Ist natürlich am Anfang schwierig, leise zu spielen. Das muss man lernen im Laufe der Zeit. Aber hier, klar, hier funktioniert es. Also das ist jetzt das Zweite.
wo ich einen Kunden hatte, einen Musiklehrer, der gesagt hat, du, ich brauche mal so einen Teil für einen Schüler zum Testen, weil der hat jetzt frisch angefangen, der hat aber Angst, zu Hause zu üben, weil der macht das nur abends und die Nachbarn und das will er eigentlich alles nicht. Schick mir mal so ein Ding. Die haben das ausprobiert und nach einer Woche hatte dieser Schüler, erwachsener Mann, 14 Weihnachtslieder gelernt. Und da muss ich sagen, das ist genial. Das ist absolut und der, er hatte aber Grundkenntnisse von Noten. Ja, er hatte Grundkenntnisse von Noten. Er hatte auch schon, ich sage mal, 1-2 Monate Saxophonunterricht. Ja. Aber die steigen jetzt halt wirklich komplett um auf dieses Elektronische, damit der Mann sich traut, halt zu spielen. Und da kann ich mir zum Beispiel vorstellen, dass der vielleicht in einem halben Jahr, dreiviertel Jahr wieder sagt, okay, und jetzt hole ich wieder das Echte raus, weil jetzt kann ich ja was Schönes spielen und jetzt dürfen die Nachbarn gerne daran teilhaben, was ich hier zu Gehör bringen möchte. Wobei es richtig cool ist. Also es sieht A cool aus. Hast du denn schon Profi-Saxophonisten mal gesehen im Internet, die das Ding einfach mal an die Grenzen gefahren haben? Auch an die Grenzen hat es, glaube ich, bisher noch keiner gebracht, aber es gibt schon einige Videos. Wir haben natürlich im Vorfeld von der Markteinführung da schon einige Informationen bekommen gehabt. Zum Beispiel in Deutschland ist der Thorsten Skringer ja sehr bekannt als Saxophonist. Der hat es lang im Vorfeld schon mit getestet und hat uns auch schon sehr viel Feedback geben können. Wir hatten da jetzt auch schon 2 Online-Meetings und ein paar Telefonate, wo er uns unheimlich viel Informationen geben konnte, wo wir auch ganz viel fragen konnten. Und da muss ich sagen, das ist schon genial und ich habe das Gefühl, auch Thorsten ist sehr erfreut über sein neues, ich nenne es jetzt einfach mal positiv Spielzeug. Wenn du es mal gerade drehst auf die andere Seite, dass man mal sieht, wie es von der Elektronika aussieht, genau da. Und da oben, da ist ein Display? Genau, da ist ein Display. Über dieses Display kannst du jetzt verschiedene Klänge kannst du einstellen. Ich glaube, es hat 54 vorprogrammierte Klänge. Ein Klavier auch? Nein, Klavier nicht. Es hat alle Saxophone, Sopran, Alt, Tenor, Bariton. Ach so, das auch noch? Ja, ja. Du kannst also alles und dann kannst du immer noch wählen, ob du das Saxophon jetzt eher funky, eher jazzy, eher rockig. Mach mal irgendwas Cooles. Ja, cool ist ja alles bei dir, ja. Jetzt muss man sagen, du bist nicht der beste Spieler, das hast du auch gesagt, denn du reparierst ja diese Geräte oder stellst sie ein und so weiter. Genau. Du spielst so gut, dass du beurteilen kannst, dass es gut klingt. Also ich spiele so, dass ich feststellen kann nach meiner Reparatur, ob das Instrument tadellos funktioniert. Das traue ich mir zu 100% zu. Ich würde mich jetzt aber nirgends hinstellen, um Musik zu machen. Da würde ich eher Geld dafür bekommen, dass ich das vielleicht nicht mache. Aber ich finde, das ist okay, das muss jeder, jeder muss auch wissen, wo seine Grenzen sind und die sind bei mir im Musikalischen. Ja, interessant, das werden wir gleich mal zeigen. Es gibt eine App, da kann man all das, was ich mit der Tastatur mache, auch nochmal machen und wahrscheinlich noch viel mehr. Genau, also ich kann über die App praktisch alles einstellen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel einen der vorprogrammierten Sounds genommen, das ist der A1. So, und jetzt kann ich das aber auch zum Beispiel umstellen auf einen programmierten Platz. Da gibt es 20 Stück. Das funktioniert nur, wenn es mit der App verbunden ist. Und dann kann ich das zum Beispiel einstellen. Mhm. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel auch die App benutze, kann ich das Instrument auf 5 Oktaven von der Spielbarkeit her aufpushen. Normalerweise habe ich beim Saxophon, sage ich mal, 2,5. Aber hier ist es so, ich kann praktisch auf... Die Spreizung, oder? Das Tonvolumen sind 2,5 Oktaven ungefähr. Ich kann aber hier jetzt wie bei einem Klavier auf 5 Oktaven das Ganze aufblasen sozusagen, indem einfach die Oktavklappe benutzt wird und dann hier noch eine Seitenklappe dazu. Dann gehe ich nochmal eine Oktave höher, beziehungsweise wenn ich die tief... Ach so, praktisch so, Shift-Tasten. So ungefähr. Ja. Wenn ich die Tief-A-Klappe benutze, dann geht es halt noch mal eine Oktave tiefer. Und das ist halt schon genial, wenn ich jetzt halt wirklich mal irgendwas einspielen möchte. Wenn ich jetzt ein Stück geschrieben habe als Saxophonist, Saxophon und Klavier und das Klavier halt wirklich im tiefen Bereich spielen soll, dann kann ich es als Saxophonist einspielen und muss nicht da am Klavier mich entlanghangeln. Ich merke so ein kleines bisschen, du bist angefixt, oder? Ich bin begeistert. Ja. Also ist auch schön, die Erstauslieferung kam tatsächlich an meinem Geburtstag hier an. Wann war das? Das ist egal. Und das war so, an dem Tag haben wir auch ein Video gedreht hier. Ich bin hergekommen, habe die Kisten gesagt, das ist echt ein Geburtstagsgeschenk. Habe es sofort ausgepackt, habe damit rumexperimentiert und war völlig begeistert. Es klappt auch direkt, oder? Es klappt direkt. Du packst es aus, kannst spielen. Ja, also du musst Batterien reinmachen, aber genau, dann kannst du spielen, ja. Spiel mal gerade. Also genau, es geht auch Atag mit Batterien, genau. Das ist nämlich auch ganz toll. Also hier sind 4 AAA-Batterien
drin jetzt bei uns. Mikro. Test, genau. Mikro. Und die halten aber nicht besonders lange. Also sagen wir mal so 3, ich glaube 4 Stunden oder was habe ich jetzt mit dem ersten Satz mich beschäftigt und dann waren sie alle. Deswegen, ich glaube, wenn man das langfristig benutzt, würde ich es einfach per Kabel anschließen. Das ist ja auch kein Problem, Kabel, Powerbank dazu oder so. Genau. Dann ist es noch ganz entspannt. So, spiel mal. Du hast jetzt einen tollen Klang eingestellt. Ich habe jetzt den einfachen Altsaxophon-Klang. Genau, mal über die Box, ja, bitte. Das ist, glaube ich, deutlich besser. Ja, ist deutlich besser. Aber es ist zum Üben, also mal so okay, unterwegs, ja. Ist okay, ja. Zumal ich die Lautstärke einstellen kann, oder? Ja, genau. Und ich kann über meinen Luftstrom auch die Lautstärke noch mal verändern. Ne? Also wenn ich jetzt wirklich mehr Luft gebe, wird es lauter. Unglaublich, oder? Und, also wenn du überlegst, noch vor 20 Jahren, undenkbar sowas. Oder? Undenkbar. Es gab vor, oh, wie lange wird das her sein, 15 Jahren vielleicht, den ersten sogenannten Blaswandler, also auch die ja. Vor-Idee von diesem Teil, ja. Um genau das zu machen. Aber die haben halt alle nie diese Perfektion gehabt. Also wenn man es sich anguckt, das hat halt wirklich die Mechanik von einem Saxophon. Ne? Es ist also hier auch diese Kupplung mit der B-Klappe. Die Tiefen sind genauso angeordnet. Die Seitenklappen sind genauso angeordnet. Hier Hochfiss. Es ist alles genauso wie bei einem echten Saxophon angeordnet. Man kann es wirklich nehmen und kann es spielen. Ich kann auch zum Beispiel, wenn ich jetzt Anfänger bin, kann ich mir über die App zum Beispiel einstellen, dass praktisch die Reaktion von den Tasten, dass die langsamer ist, damit ich nicht bei jeder kleinen Bewegung praktisch den Kontakt verliere. Ich kann es aber auch für einen Profi so einstellen, dass es extrem schnell funktioniert, dass die halt wirklich ihre Fingerübungen und ihre Sachen machen können. Also es war dann zum Beispiel so eine Frage, die ich dem Thorsten gestellt habe, Thorsten Skringer, kannst du mit dem Instrument zum Beispiel Stücke einüben, wo du sagst, ich kann die dann nachher mit dem Saxophon umsetzen. Er sagt, ja, natürlich nicht aufs letzte i-Tüpfelchen, aber als Lösung für unterwegs, wenn ich viel unterwegs bin und was machen will, dann ist das schon eine Möglichkeit. Also du könntest dich zum Beispiel damit in Zug setzen, von München nach Berlin fahren und im ganzen Zug üben. Ohne dass es einen stört. Dass irgendjemand stört. Ja, im Gegenteil, die Leute kämen schon vorbei. Also ich kannst einen Hut aufstellen und hast es wahrscheinlich finanziert, bis du in Berlin angekommen bist. Ja, unten, ja, das haben wir schon kurz gesagt, das ist Show. Zack, mal gerade die App, dass man mal. Gibt es einen spacigen Sound, irgendwas, was gar nicht nach Saxophon ja, klingt? Gibt es auch. Wirklich nur mal so einen Art Synthesizer-Sound. Das wäre. Jetzt kommen wir schon wieder an meine. An meine Computererkenntnisse. Ja, genau. On. Also es ist an, das ist schon mal sehr gut. Ja. Ja, du kommst aus der analogen Welt. Ich bin ein völlig analoger Mensch. So, jetzt gucken wir mal. Oh Gott sei Dank habe ich meine Tochter nicht als Hintergrundbild, sonst würde die mich jetzt verfluchen. Bluetooth. Okay, es ist. Einmal koppeln. Ja, ihr habt ja hier den ganzen Laden voller Bluetooth-Geräte, sehe ich gerade. Ja. Ist relativ viel dazwischen. Vielleicht gerade noch ganz kurz, ihr seid in Saarbrücken, genau. Euch gibt es schon echt lange? Ja, seit über 30 Jahren, Futterstraße 4 in Saarbrücken in der Innenstadt. Ja. Hier ist übrigens gerade abgeschlossen, ihr habt ein Konzept entwickelt und man macht Termine, das heißt anrufen, mal so spontan vorbeikommen und spielen geht nicht. Das geht nicht, nein. Wir achten extrem darauf, dass wenn jetzt jemand das Instrument gespielt hat, geht das bei uns 72 Stunden in Quarantäne. Also dass da wollte jetzt zum Beispiel gestern jemand sich ausleihen, er sagt, nee, das geht nicht, du kannst es erst am Dienstag haben, weil ich heute das Instrument noch benutze. Und desinfiziere dann und dann. Genau. Also Mundstück wird desinfiziert, Korpus kann natürlich nicht desinfiziert werden und dann bleibt es halt einfach 72 Stunden bei uns wirklich zur Seite liegen und dann darf der Nächste ran. So, jetzt weiß ich nicht, warum diese App nicht möchte. Warte, ich mach's mal auf. Liebe Leute von Yamaha, ihr müsst den Christoph schulen, denn... Moment, das stimmt nicht ganz. Ich habe in der letzten Schulung nämlich festgestellt, dass es da was gibt, was noch kein anderer gefunden hatte. Dafür bin ich immer zuständig. Ich finde so die Dinge, die kein anderer herausfindet. So der Beta-Tester. So ungefähr. Also auf unserem Computersystem, wenn ich irgendwas verursache, heißt es am Ende immer, das geht gar nicht.
Achso, dass das kaputt geht. Dass das so funktioniert. Und ich habe es tatsächlich am Ende geschafft. Außer jetzt. Ja, hier. Wir kriegen das schon dahin. Ja, Bluetooth und dann aus. Ja, genau, das machen wir mal. Und man merkt auch daran, es ist live, es ist nicht gestellt, es ist hier kein. Nö, du kennst meine Videos. Kein polierter Profi am Werk. Du kennst meine. Also, es hat gerade eben hat schon funktioniert, deswegen bin ich eigentlich guter Dinge, dass wir es noch hinkriegen. Klingt auch gerade ein Bluetooth hier. Sehr schön. Das ist ein gutes Zeichen, dass es zumindest mal nach was sucht. So, und. Ja. Verbunden haben wir es. Sehr schön. Zeigt auch an am Gerät, dass es verbunden ist. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Dann machen wir jetzt mal noch die App aus. Ja, das ist Apple. Und die App. Na. Tap here to check. Der mag dich heute nicht. Der mag mich heute wirklich nicht. Ja, ist aber nicht schlimm. Also die. Ja, ist schade, weil es gibt halt hier auch, wenn man es jetzt, könnte man sich jetzt hier noch durchs Menü setzen und kann dann halt zum Beispiel bei den Saxophonen gibt es ja auch sogenannte Flageolets. Das heißt, ich habe irgendwelche Hilfsgriffe, um die hohen Töne zu greifen. Und die kann ich mir auch nochmal so einstellen, wie ich das gerne hätte. Warte mal, wir machen jetzt mal eins. Du probierst es nochmal komplett neu. Ja, ich mach's einfach mal. Genau, mach's mal ganz aus. Und. Ich zeige schon mal so ein kleines bisschen. Das heißt, oben das Mundstück, das ist ein Mundstück nachempfunden. Es würden andere auch gehen, aber dann erlischt die Garantie, genau. Weil es könnte Feuchtigkeit reinkommen. Kann ich mehrere von den Mundstücken auch kriegen? Ja, Mundstücke ist als Zubehörteil zu kaufen. Auch das Plättchen, ich drehe es gerade mal um. Das Plättchen, was hier drauf ist, ist als Zubehörteil zu bekommen. Blattschraube ist Standard. Also das ist alles völlig unproblematisch möglich. Feuchtigkeit, was ist, es darf nicht nass werden, oder? Es darf nicht nass werden, ja. Also es darf halt in die Elektronik keine Feuchtigkeit kommen. Ich frage nur, weil das könnte ja mal sein im Bühnenbetrieb, das macht einem normalen Saxophon ja nicht so viel aus, ein bisschen Sprühregen. Naja, aber das freut sich auch nicht darüber, wenn es bisschen feucht oder wenn es mehr Feuchtigkeit abkriegt. Ich sag mal so, Spritzwasser wird jetzt nicht das Riesenthema sein, aber es darf halt wirklich nicht, nicht gut, mehr also, Feuchtigkeit kriegen. Genau, nicht im strömenden Regen spielen. So das ist das. Sollte man da tatsächlich nicht, nein. So, es bootet gerade. Der Christoph gibt mal einen Code ein und dann gucken wir mal, ob es jetzt klappt. Denn. So, du wolltest heute noch jemanden einladen. Genau. Dem sein Auto hat sich festgefahren, der ultra gut spielen kann. Der das Instrument vor allen Dingen jetzt auch, also es hat sich jetzt verbunden, der das Instrument auch die letzten Wochen schon zum Test hat und halt unglaublich viel darüber sagen. Ist das der Name von dem Instrument? YDS? YDS 150, genau. Das ist der Name von dem Instrument. So, und jetzt kann ich hier zum Beispiel auf die Voices gehen. Ne? Also hier sieht man jetzt die Verbindung. Jetzt gehe ich hier auf die Voices und dann kann ich mir jetzt hier zum Beispiel meinen Altsaxophon-Sound einstellen. Kann hier auch sagen, ob der jetzt in S sein soll in der Stimmung, so wie es beim Saxophon normalerweise ist. Ich kann dem aber auch eine andere Stimmung geben, sodass ich halt das wirklich komplett auf mich personalisieren kann. Stimmung heißt, wie man Klavier, dass es gestimmt wird? Ja, das auch. Also ich kann natürlich die Grundstimmung eingeben, 440 Hertz, 442, 443 Hertz, das ist völlig unproblematisch. Ich kann aber auch tatsächlich die transponierte Stimmung verändern. Also ein Altsaxophon ist in S gestimmt, ein Tenorsaxophon in B, Sopran wieder in auch in B, also immer abwechselnd. Und das kann ich verändern. Ich kann zum Beispiel auch das Altsaxophon jetzt in C machen, weil ich jetzt zum Beispiel sage, ich will mit der mit dem Klavier direkt Zusammenspiel von seinen Noten. Das Schöne ist, wenn ich Anfänger bin und von all dem, was du jetzt erzählt hast, keine Ahnung habe. Spielt das auch keine Rolle. Spielt das gar keine Rolle. Vergessen, genau. Alles vergessen, weil du kannst über App ja später. Ich brauche da überhaupt mir keine Gedanken drüber zu machen, über das, was wir jetzt hier im Detail erzählen, das ist für einen Anfänger auch völlig nutzbar. Und hier dieses Fingerring zum Beispiel ist jetzt, dass ich mir wirklich bestimmte Klappen neu belegen kann. Also ich sehe. Echt? Ja. Du kannst das Ding ein Setup machen. Ich kann bestimmt ein Setup machen. Also hier zum Beispiel sieht man halt eine Grifftabelle, wie bei einem normalen Saxophon auch. Da ist alles identisch. Aber wenn ich jetzt halt wirklich in die hohen Töne gehe, könnte ich jetzt sagen, okay, ich gehe jetzt mal hier aufs E4 und kann das dann verändern. Ich kann sagen, okay, ich greife jetzt dieses E4 nicht mehr so, sondern ich gebe dann meine Fingerkombination ein. Sag mal, wenn jetzt jemand mal einen Finger verloren hat und der will aber weiterspielen, gut, das ist schwierig, oder? Dann sollte es der linke Kleine sein.
Warum? Der braucht man selten. Auf den kannst du dann verzichten, weil alles andere brauchst du, um halt tatsächlich bis in die Tiefe zu kommen, bis zum See. Ich könnte es aber umlegen. Ja, aber nicht so, dass du mit einem fehlenden Zeigefinger das schaffen würdest. Okay, verstanden. Das würde nicht funktionieren. Gut, war nur so eine Idee, dass man sagt, okay, man programmiert den Finger um. So, und dann kannst du hier auf Setting gehen. Also hier zum Beispiel siehst du zum Beispiel, ist jetzt auf 440 Hertz eingestellt. Wenn es mal gerade genau das Ganze sieht. Hier oben, ne? Ja. Key Response ist halt wirklich, wie reagieren die Klappenteile, also die einzelnen. Wie reagieren die auf meinen Finger? Das ist jetzt auf Mitte eingestellt. Wenn ich es sehr schwer mache, dann ist es halt wirklich besser für Anfänger, weil sie es halt nicht so schnell verstellt. Das kann ich machen. Ich kann natürlich auch einstellen, wann es von alleine ausgeht. Ich kann den Hall einstellen. Hier das auch. Ich kann Breeze, Pressure, Resistance. Ich kann einstellen, mit welchem Druck ich spielen muss, also wie viel Luft ich da reingebe. Ach so, das geht auch. Das kann ich eingeben. Also wenn zum Beispiel Kinder, die nicht so stark blasen können. Genau, das kann ich zum Beispiel machen. Und wo ist denn... Hier kann ich, glaube ich, dieses 5 Octaves einstellen, sodass ich wirklich bis ganz tief und ganz hoch über 5 Oktaven spielen kann. Wirklich alles völlig uninteressant. Ist aber cool für Leute, die, ich sag mal, gut spielen können und sagen, so ein Instrument gibt es ja gar nicht. Ja. Das heißt, ich kann also ohne ein Instrument zu wechseln, auf der Bühne zum Beispiel, ultra viele Instrumente abbilden. Genau. Also ich kann halt wirklich vom Sopran bis zum Bariton, sogar bis zum Bass und Kontrabass-Saxophon kann ich im Prinzip alles spielen mit dem Instrument. Also der Kunde, der jetzt gestern da war, der hat gesagt, okay, eigentlich das Einzige, was ihm in der Sammlung noch fehlt, ist ein Bariton-Saxophon. Alle anderen hat er. Gut, das hat er jetzt. Das wird er jetzt wahrscheinlich nächste Woche haben. Ja? Also das hat er sich alles angeguckt und findet es halt echt klasse. Und kommt es jetzt am Dienstag mal abholen. So ein Sound, der nicht nach... Ja, gibt es auch. Du weißt ja, die Leute sind ja immer so... Wenn also irgendwas, was aussieht wie ein Saxophon, nach Saxophon klingt, ist ja schon fast langweilig. Wahrscheinlich werden mich jetzt viele Leute töten. Das ist geil. Davon gibt es halt viele. Ja, da gibt es halt wirklich... Ist das cool? Das heißt, du kannst kannst alles verändern. Ja. Und wenn du es wirklich noch als MIDI-Controller mit dem Rechner verbindest oder irgendwie anders... dann ist ja alles möglich. Dann ist alles möglich. Ja. Dann kannst du echt alles damit machen. Und ja. Also eigentlich auch toll, wie du eben gesagt hast, dass Leute Stücke einspielen können, die eigentlich nur Saxophon spielen. Toll, ich bin ganz begeistert. Gibt es eigentlich beim Saxophon Einschränkungen bei Tönen, die nicht spielbar sind? Ich frage mal so. Beim akustischen Saxophon? Gegenüber einem Klavier zum Beispiel. Ja, natürlich. Du hast beim akustischen Saxophon ja nur eine gewisse Range vom Tonumfang. Ja. Das kannst du, also du hast von der Klappentechnik her, geht es praktisch beim Altsaxophon vom tiefen B bis zum Hochfiss. Dann gibt es für die Höhe gibt's noch ein paar Flageolet-Griffe. Und hier gibt es halt keine Grenze. Hier kannst du halt wirklich von ganz tief bis ganz hoch. Everything is possible. Alles. Absolut. So, alles. Ziemlich cool. Ja, hier liegt's. Du hast Stand heute, ich gucke mal auf die Uhr, 12. Dezember 2020, noch 5 Stück da. Ich denke, das wird sich jetzt ändern. Das ist so. Ist es wirklich online ausverkauft? Es ist online, so wie ich jetzt mitbekommen habe, ausverkauft. Genau. Du bist guter Yamaha-Händler, kann man sagen, oder? Ich bin ein recht guter Yamaha-Händler. Genau, das heißt, du kriegst aber noch welche nach. Das hat nichts mit gutem Yamaha-Händler zu tun. Das hat damit zu tun, wie viel man vorbestellt hat und dass man rechtzeitig an das Produkt geglaubt hat. Aber wir werden ja sehen. Das heißt also, wenn ich das jetzt haben möchte und jetzt schnell bin, am besten E-Mail schreiben. An wen? An cknopp@musikhaus-knopp.de. Zusammengeschrieben. Zusammen, ohne Punkt. Also C-Knopp. C-Knopp. Warte, ich zeig dich mal gerade. Das ist hier Knopp. Da vorne steht da cknopp@musikhaus-knopp.de. Was mir gut gefällt ist, du bist ja schon der zweiten Generation. Du bist ein recht lockerer Typ, aber auch die Kunden haben sich ja geändert, oder? Das sind nicht mehr so die mit Hemd hier reinkommen. Du hast jetzt ein T-Shirt an, das war früher auch nicht so. Das war früher auch nicht so natürlich, aber ich meine, es ändert sich alles. Und ich glaube, wir haben das ganz gut gemacht in den letzten Jahren. Und vor allen Dingen, wir haben alle hier als Team unglaublich viel Spaß bei der Arbeit.
Es kommt selten jemand morgens und sagt, ich habe keine Lust. Warte, ich zeig mal gerade, was gibt, wenn du mal gerade mitkommst. Ich meine, du hast dafür geschuftet wie verrückt. Das ist so ein bisschen dein Arbeitsplatz hier, wo du also vieles, ich sag mal, auch reparierst. Genau. Das sind so natürlich die klassischen Instrumente. Wenn das Ding mal kaputt ist, wie funktioniert das denn? Dann bin ich draußen. Einschicken. Dann schicke ich es ein, weil da ist jetzt tatsächlich nichts mehr zu machen. Ja. So, und da ist, ich sehe, du hast zwei Meisterbriefe? Ja, das eine ist der sogenannte Schmuckmeisterbrief, das andere ist der Standardmeisterbrief. Ah, ist der gleiche? Ist der gleiche, ja. Da vorne ist der normale, okay. Ja. Das war nicht so einfach, oder? In dem Gebiet die Meisterprüfung zu machen? Naja, das war, also ich meine, man hat ja gelernt und man hat Spaß dabei und das war schon okay. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es extrem schwer war. Super. Ja, Christoph. Das ist mein Lieblingsplatz. Ne? Hier findet man mich eigentlich meistens. Warte, ich zeig das mal gerade. Da kommt nämlich kein normaler Moment hin. Muss man erstmal Eintritt gewährt bekommen. Und du hast noch einen Kollegen? Genau, also ich habe einen Kollegen im Verkauf, der auch in der Werkstatt ein bisschen mitarbeitet. Und wir haben so 2 bis 3 Monate im Jahr seit diesem Oktober auch einen japanischen Kollegen. Der ist jetzt nach Japan zurückgegangen, nach 40 Jahren Europa. Mhm. Und der kommt dann 2 bis 3 Monate im Jahr nach Deutschland nochmal, um seine Kunden zu bearbeiten. Er ist spezialisiert auf hochwertigste Flötenreparaturen. Und der, für den haben wir hier auch dann ein bisschen umgebaut. Und der sitzt dann bei uns und von dem kann ich ganz, ganz viel noch lernen. Und auch da haben wir ganz viel Spaß. So, Hygienepflicht ist ja hier. Wir haben jetzt ausnahmsweise mal zum Dreh, haben wir jetzt mal nichts an, denn wir halten auch Abstand. Aber wenn man hier reinkommt, bitte Termin vereinbaren, ihn anrufen. Wie ist deine Telefonnummer? 0681 910 1015. Noch einmal? 0681 910 1015. 910 1015, genau. In Saarbrücken, 0681. Die Kunden kommen aus ganz Europa zu dir. Nein. Das, ja, schon, nein, mal, oder? Also natürlich gehört Frankreich, Luxemburg, Belgien mit zu unseren Kunden. Das ist ja noch fahrbar für diese Länder. Wir haben mittlerweile tatsächlich einen wesentlich erweiterten Kundenkreis. Ich sage mal so 250, 300 Kilometer. Du hast mal erzählt, aus Hamburg hat eine Frau angerufen. Genau, die ruft an. Sowas passiert natürlich auch, aber so die Kunden, die zu uns kommen, die fahren tatsächlich bis zu 300 Kilometer, weil wir uns halt bemühen, halt auch außergewöhnliche Produkte zu machen und natürlich auch so die Dienstleistungen mit den Reparaturen, die ich mache oder auch die Kollegen in der Gitarrenabteilung, natürlich sehr hochwertig sind. Aber was ist da drin in den? Da drin sind Flötenkopf. Zeig mal. Das sieht ganz wichtig aus, weil du gerade eben Japan gesagt hast. Ist es japanisch? Das ist japanisch, ja. Okay. Also das ist jetzt zum Beispiel ein Massiv-Silberkopf, vergoldet. Und das ist alles voll. Also das ist jetzt ein kleiner Teil, den hat man gerade weggeschickt für eine Kundin zum Test. Das sind jetzt 9 Köpfe. Okay. Sowas geht dann halt regelmäßig mal raus, dass jemand das testet. Und die Leute, die das sehen, die kennen sich aus, oder? Die Leute, die das sehen, kennen sich aus, ja. Okay, super. Ja, Christoph Knopp, Musikhaus Knopp in Saarbrücken, ja, an der Futterstraße seid ihr und wenn man Lust hat, am besten anrufen, Termin machen und hier ist es, nochmal der Name von dem Objekt? Auf Deutsch YDS 150 von, ja, Yamaha. So, und da wird wahrscheinlich noch einiges kommen, denn in jedem Jahr wird ja die Miniaturisierung fortschreiten und demnächst ist wahrscheinlich da ein ganzes Space Shuttle drin an Rechnerkapazität. Aber ich sag mal, was da abgebildet wird, das ist Hightech, oder? Das ist absolut Hightech. Das ist absolut genial. Wobei, man muss sagen, es ist einfach genial, genial einfach. Es ist für jeden was, für jeden nutzbar. Also das ist das, was mich so fasziniert daran. Ja, vielen Dank. Es glitzert zwar nicht so schön, aber so ein kleines bisschen glitzert es auch hier unten. Und vielen Dank, Christoph. Tschüss. Tschüss.